So, ich zeige euch heute ein sehr fängiges und effektives Muster. Es ist ein Forellenstreamer oder auch Hecht oder Barschstreamer, je nachdem, worauf man fischt. Und es ist ein sehr gutes Muster, leicht zu binden, relativ schnell auch. Und man braucht auch nicht viele Materialien. So, Leitrad als erstes. Binden wir den Bleidraht rum, vorsichtig. So, schauen, dass das alles passt. Schieben es zusammen. Schnippen ihn ab. So. Hauen ein bisschen Sekundenkleber drauf. Zack. So. Dann fixieren wir den Draht. Das ist wichtig, damit der später im Muster sich nicht verschiebt. Paar Windungen reichen. So. Überschüssigen Faden schneiden wir ab. Das war der erste Schritt. So. Jetzt ist wichtig Dumbbells beziehungsweise Kettenaugen. So, machen hier ein paar Windungen. Hauen wiederum ein bisschen Sekundenkleber drauf. Zack. Binden die Augen ein. Ah, das passiert. Vorne lassen wir ein bisschen frei und mittels Achterwindungen binden wir die Augen vorne ein. Gehen ein bisschen nach hinten, hauen Sekundenkleber drauf, fixieren das Ganze. Achterwindungen. Passen. Gehen nach hinten. Jetzt kommt der Zonkerstreifen. Ungefähr die Länge. Stechen das durch. Schieben das nach vorne, fixieren den Zonkerstreifen. So. Zonkerstreifen ist fixiert. Er ist über dem Widerhaken, auf der Höhe vom Widerhaken, die beste Distanz. So, jetzt brauchen wir das Crystal Flash Genil.
Fransen hier ein bisschen aus, dass hier die Fäden rausschauen. Binden das ein, straff, gehen wieder nach vorne. So, und binden das Genirl schön ein. Das Genirl, schneiden es ab. Schauen uns das Ganze an, passt. Jetzt kommt der Kopfbereich. So muss das Ganze dann ausschauen. Binden das Genirl ab. So, wir nehmen eine Hennenhechel, die weich ist. Zack, präparieren das vor. Dann haben wir hier den Stiel. Binden die Hechel ein. So, Hechel ist eingebunden, schneiden wir den Kiel ab.
So, jetzt ist schon auch fast fertig. Jetzt kommt noch was ganz Tolles, und zwar Beinchen. Gummibeinchen. Einmal halbieren. Zack. Und dann einbinden. Eins. Und Nummer zwei. Ein, zwei Bindungen. Finishknoten machen. So. Dann nochmal sicher rübergehen. Einmal, falls man das noch will, abschneiden. Lackieren. Zack. Ich tue immer extra Lack drauf. Zack. So, und fertig ist das Trimmer. Viel Spaß beim Nachbinden.